Lasst mich das Ding einfach plündern, kommt euch billiger. Wissen Sie, wohin er geritten ist, Evans? Ich glaube, Sie wollten nach Bisbee. Hände hoch. 22 Raubüberfälle. Über $400,000 Verluste. Die Menschen, die ich getötet habe, hat er nicht erwähnt. Wir werden Ben Wade verurteilen und hängen lassen. Und wir werden dafür zahlen, dass es passiert. Ich komme mit. Also, wo geht die Reise hin, Jungs? Wir bringen dich auf den 3:10 nach Yuma, übermorgen. Hätten Sie ihm nicht sagen sollen. Ganz ruhig, Freund. Sollten wir uns trennen, weiß ich, wo wir uns treffen. Er ist ein Killer, Daniel. Dann sollte jemand den Anstand haben, ihn vor ein Gericht zu bringen. Ich will mitkommen. Das geht nicht. Was haben Sie hier zu suchen, Dan? Sie sollten Ihre Familie beschützen. Sie kennen mich nicht, Wade. Wir sind keine Freunde. Ich hab dir gesagt, du sollst zu Hause bleiben. Ich will mit. Du machst auf dem Absatz kehrt. Ihr Junge beschützt sie nicht. Er reitet mir nach. Noch ein einziges Wort und ich mach sie auf der Stelle fertig. Die Seite an Ihnen gefällt mir, Dan. Sind Sie sich sicher, dass Ihre Männer Sie holen werden? Sie sind ohne ihn verloren wie eine Meute Hunde ohne ihren Herrn. Wo haben Sie ihn hingebracht? Ich weiß es nicht. Lass mich hier raus! Komm so sicher wie Gottes Rache. Sie kommen, ich hab sie gesehen. Da draußen sind jetzt noch 30 bis 40 Gewehre mehr. Los, bist du da drin? Tut mir leid, Mister, aber ich habe nicht vor, heute zu sterben. Jetzt bist nur noch du übrig, Dan. Nur noch du und dein Junge. Diese Stadt wird brennen! Greifen Sie sie zurück. Warum sollte ich? Weil Sie nicht ganz schlecht sind. Oder? Vergiss nicht, dass es dein alter Vater war, der Ben Wade zum Bahnhof gebracht hat, als alle anderen gekniffen haben.